Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute schauen wir mal den Essence DIY Adventskalender an. Der kostet 24,99 und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Mein Weihnachtswichtel Sammy tapert hier auch gerade schon rein. Ja, 24,99 bei Rossmann gekauft und direkt ausverkauft. Yay. Aber der wird ja sicherlich, es ist August, ne? Den werden wir finden bei DM, bei Rossmann. Den werden wir online auch finden bei Purish, bei Cosmetic for Less und Flaconi und Douglas und hast du nicht gesehen. Also wir werden da noch dran kommen. Ich bin mal gespannt, was sich jetzt hier drin verbirgt, denn es ist ein DIY-Adventskalender. Das heißt, wir haben hier die 24 Produkte lose drin. Das sieht wunderschön von der Verpackung aus, finde ich. Und ja, Tütchen und Zahlen. Ich mache ihn auf. Genau, ich habe hier auch die Zahlensticker einmal so drin. Dann haben wir hier die Tütchen, wo man das Ganze reinpacken kann. Finde ich sehr, sehr süß gestaltet, muss ich sagen. Und hier sehe ich jetzt schon mal die ganzen Produkte. Das Ding ist bei diesem Adventskalender, der ist anders als der klassische Adventskalender von Essence. Du hast hier die Produkte aus dem Standardsortiment. Teilweise sind hier Produkte drin, die raus müssen. Ist einfach so. Und ja, deswegen können die das halt so machen. Der Wert ist aber echt gar nicht mal so verkehrt. Wir schauen uns das mal an. Ich werde die Produkte auch auf Erwin platzieren, damit wir das am Ende auch sehen werden. Und ich starte mit so Mini-Sponges. Concealer-Sponges sind das. Die sehen einmal so aus. Und damit kann man halt den Concealer sehr präzise auftragen. Da sind drei Stück drin. Das ist ein Tool. Das ist ganz okay, das kommt in die Mitte. Das ist ein Produkt, was ich jetzt gar nicht mal so gut finde. Das sind so, ja, Click-and-Go Nails, Classic Style, French Manicure. Ja, ne, ich meine, dass wir sowas auch letztes Jahr schon drin hatten, bin ich gar kein Fan von. Ich weiß, dass manche das echt mögen. Ich bin da gar kein Fan von, weil ich habe einfach auch ein bisschen, ich habe eine andere Fingerform als manche wahrscheinlich, denn meine Finger sind sehr, sehr rund. Bei mir hält sowas nicht. Ich habe ein sehr langes Nagelbett. Also bei mir sind jetzt zum Beispiel meine Fingernägel extrem kurz, ne? Aber das Nagelbett ist halt so lang und da sind diese Dinge einfach viel zu klein für mich. Das heißt, finde ich nicht so gut. Dann habe ich hier als nächstes ein Lippenprodukt drin. Das ist ein This Is Me Lipstick in der Farbe 25 Lovely Semi Matt. Das sind die, die so ein bisschen aussehen wie OBs, ne? Ja, ist diese Farbe. Die packe ich jetzt nicht separat aus. Ich weiß, dass sie sehr, sehr gut sind und auch schön halten und so. Ich habe auch ein paar davon. Deswegen, den finde ich jetzt wirklich toll. Ich mag auch die Farbe gerne leiden. Dann habe ich hier Nagelsticker. Auch die sind irgendwie immer mit dabei. Go for Gold Nail Stickers. Ja, brauche ich persönlich jetzt nicht so. Bin ich auch nicht so Fan von. Deswegen auf die Nähseite. Dann habe ich hier drin das Brighten Up Banana Powder. Das ist ein Puder von Essence mit 9 Gramm. Also das ist eine Full Size auch, ne? Das ist schon gut. Das ist wirklich, wirklich gut. Und deswegen macht es auch Sinn, dass es im Adventskalender mit drin ist. Deswegen, sehr schönes Produkt. Ein Nagellack in der Farbe, nennen wir es Leberwurst. Das haben wir irgendwie öfters mal mit am Start. Eigentlich heißt diese Farbe 70 Sunset Lover von den Shine Last and Go Nail Polishes. Ich weiß gar nicht, ob es die so noch gibt. Bin ich mir gerade gar nicht so sicher. Ich mag die Farbe einfach nicht. Nee, mag ich nicht so gerne leiden. Dann habe ich hier die I Like to Move It, Move It Lidschattenpalette, die ich an und für sich nicht so gut finde, weil diese Reihe von der Qualität hat mich damals leider nicht so überzeugt. Ich hatte die grüne Palette davon. Das ist ja einfach eine, ja, kühle, mofarbene Palette, ne? Finde ich an und für sich gut, dass eine Lidschattenpalette drin ist, auch wenn ich die hier jetzt nicht so feiere. Aber ich meine, dass man online auch sehen konnte, was in dem Adventskalender drin ist. Ach, guck mal, die Bronze This Way Eyeshadow Palette ist hier auch noch mit drin. Das ist schön, ne? Finde ich wirklich gut. Dann ist es nämlich eine etwas wärmere Palette, die wir hier auch mit dabei haben. Also haben wir hier auch eine Auswahl, zwei verschiedene Paletten. Finde ich gut. Kommt auch auf die gute Seite. Dann haben wir hier eine große Tube 24/7 Hand Cream and Mask mit Ginseng, Ultra Moisturizing, Everyday Care, Overnight Treatment. Das finde ich gut. Also 75 ml von so einer Handcreme kann man auf jeden Fall gebrauchen. Im Winter hat man auch immer etwas trockenere Haut. Die Heizungsluft trocknet unsere Haut extrem aus. Und Essence hat ja auch immer mehr von diesen Pflegeprodukten im Standardsortiment. Und deswegen passt es auch in den Adventskalender. Huch, nicht umfallen. Hier habe ich eine Nagellackfarbe drin, die ich persönlich total schön finde. In der Farbe 74 Lilac Vibes. Für mich ein Produkt, was ich toll finde und deswegen auch auf die wirklich
wirklich super gut. Die Seite packe hier. Noch ein Nagelprodukt und hier sind leider sehr viele Nagellacke drin. Extreme Last Base Coat, 80% bestätigen, dass der Nagellack länger hält. Das schaut einmal so aus. Ein Base Coat finde ich wichtig und gut und deswegen kommt es auch auf die sehr gute Seite. Dann habe ich hier noch einen von diesen Semi-Matt-Lipsticks in der Farbe 22 Cheerful drin. Finde ich auch schön. Hier muss ich aber leider sagen, die Farben ähneln sich schon sehr. Deswegen kommt das nicht auf die super gute Seite, sondern auf die ist-okay-Seite. Auf die Mitte halt, ne? Dann habe ich hier von Hello Good Stuff das 3-in-1 Face Mist Hydrate Fix and Refresh mit Wassermelonenextrakt. 50 ml. Es ist klar, dass dieses Spray, dass ich das gut finde, ne? Hier so hin. Ja, ich mache das jetzt gerade so ein bisschen wie Ursula, das stimmt. Dann Clean and Strong Nail Polish, Stronger and Harder Nails in einer Woche. Aha, in der Farbe 01 Pink Clouds. Das ist ein schierer Pinkton, das wird dann so ein bisschen durchscheinend sein. Das finde ich schön. Das finde ich wirklich schön. Auch wenn das dem ähnelt, den ich schon als gut empfunden habe, kommt das auch auf die positive Seite. Einen schwarzen Nagellack habe ich hier mit dabei. Noch mehr Nagellacke sind das, ne? Okay, ich habe jetzt schon drei als gut und kommen die jetzt kommen und die ich von den Farben her schön finde, auf die Mitte. Weil das ist mir dann sonst einfach zu viel Nagellack, muss ich sagen. Das ist ein schönes Schwarz, 46 Black is Back. Also mag ich gerne leiden, mag ich auch gerne in Adventskalendern drin haben, dass man so eine Variation hat, dass das Ganze etwas bunter ist. Aber wir haben hier ja keinen Nagellack-Adventskalender, ne? Ich hau hier auch direkt mal die anderen Farben direkt hinterher. Ein wunderschönes Orange, 78 Orange Skies, wunderschön, tolle Farbe. Aber es sind mir zu viele Nagellacke. Das ist auch eine wunderschöne Farbe, ein Braunton, 84, Heat is on, aber es sind mir jetzt wirklich zu viele Lacke. So, und auch wenn ich jetzt diese Farbe wunderschön finde, also ein ganz tolles Jeansblau, 77 Deep Sea Baby, kommt der jetzt aber auf die, nee, finde ich nicht so gut Seite, nicht wegen der Farbe, ne, sondern weil es einfach zu viele Nagelprodukte sind. Okay, und ähnlich wird es dem hier auch ergehen, weil das ist jetzt auch schon zum dritten Mal einer von diesen Semi-Matt-Lipsticks. Auch sehr, sehr ähnlich. Ja, 21 Charming. Das ist zu viel. Also dreimal, es sind schon unterschiedliche Farben. Der ist eher Rosenholz, ne? Aber trotzdem, das ist zu viel. So, dann habe ich hier noch einen Eyeliner mit dabei. Sowas mag ich gerne, vor allem, weil das mit dieser Pinselspitze ist. Den finde ich ja super. Easy Brush Liner, feiere ich hart. In der Farbe Schwarz ist das einer, der ist mit am Start und der kommt definitiv auf die, finde ich, super Seite. Hier so. Dann habe ich hier noch eine Mascara drin, die 24 Ever Bold Volume Mascara. Die schaut einmal so aus. Es ist eine Full Size und Mascara im Adventskalender finde ich super klasse. Definitiv kommt das auf die, finde ich, super Seite. Genauso finde ich es auch schön, wenn wir einen Lip Liner mit dabei haben, wenn wir halt Lippenstifte drin haben, dazu einen passenden Lip Liner 1A. Soft and Precise Lip Pencil in der Farbe 25 Lovely, den habe ich tatsächlich auch schon selber. Den mag ich auch gerne leiden. Das ist eine tolle Farbe, die kannst du auch tatsächlich mit jedem dieser Semi-Matt-Dinger kombinieren. Und das hier dürfte, nein, das, oh Gott, hier ist noch ein Nagellack gleich drin, egal. Das vorletzte Produkt sein, die Defined Volume 24 Ever Mascara. Finde ich auch gut. Also zwei Mascaras hier drin, hast du gut. Ne? Hast du einmal die Fine Volume und einmal Bold Volume. Wahrscheinlich, weil das einmal dicker ist und richtig die Wimpern auch voluminöser, mehr füllen wird. Und das andere wird dann eher feiner sein. Ne? Und dann habe ich hier noch einen Nagellack drin. So schön ich die Farbe auch finde, 09 Step in Time. Es ist zu viel Nagellack. Ne? Also wir haben überwiegend natürlich jetzt positive Produkte hier stehen, aber auch ein paar Naja-Produkte und ein paar finde ich gar nicht gut Produkte. Es ist für mich ein Adventskalender, den man sich gerne anschauen kann, aber ich würde tatsächlich eher empfehlen, den Adventskalender zu holen, wo du die Kläppchen halt hast und der nicht zum selber machen ist. Du siehst ja auch, wie gesagt, bei dem hier was drin ist, also weißt du eigentlich auch, dass dich, was weiß ich, 10 Nagellacke gefühlt hier erwarten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Nagellacke, Leute. Und dann nochmal diese Clip-on-Viecher und Nagelsticker. Das ist zu viel. Das ist einfach zu viel. Also würde ich jetzt halt ehrlich gesagt einfach nicht empfehlen. Nee.
Was meint ihr? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Vielleicht bist du auch jemand, der sagt, Mensch, ich stehe super krass auf Nagellack. Dann definitiv, dieser Adventskalender ist nice, ne? Aber ja, wenn ich halt nur Nagellack will, dann hole ich mir den von Essie tatsächlich. Ihr Lieben, das war's hier von mir. Wenn es dir gefallen hat, lass mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.